Eine kleine Vorschau auf die neue Basis. Das Video jetzt auf dem Hauptkanal. Willkommen zurück in Entschrouded. Als erstes nehmen wir jetzt erstmal die ganzen Quests an, die hier schon wieder alle haben. Wir uns auf den Weg machen. Wir wollen ja den Kopf dieser Mutter haben, damit wir unsere Miasma-Stufe erhöhen können. Oh. Ja, direkt zwei. So, dann gucken wir jetzt mal kurz auf die Karte. Wir nehmen jetzt mal das Eisschwert. So. Also drei liegen im Miasma. Wir können erstmal hier diese beiden noch schnell machen. Springen wir von da oben runter. Ziehen uns schnell die Salzmine rein. Vielleicht wird die auch markiert als Mine. Dann wissen wir, wo wir Salz bekommen, wenn es diesmal da wirklich Salz gibt. Und dann gehen wir. Hier habe ich das Lehm gefunden. Direkt an der Warte. Einfach rüberspringen. Da ist super viel Lehm. Und dann holen wir uns diesen Kopf. Damit wir das aufwerten können. Also. Das ist dann hierhin. Repariert ist alles. Das im Inventar haben wir auch. So. Sollten wir uns das noch markieren. So. Da hinten. Da. Hinter Miasma. Eine Art Stadt. Welche sind das? Hier vorne schon? Ah, und ich habe... Wir hatten vier Punkte. Ich habe den Doppelsprung uns gegönnt. Was ist hier? Wahrscheinlich in irgendeinem der Gebäude. Ups. Ja, da hat die obere Etage gefehlt. Das war ja prima. Ob nicht nur das Dach hat gefehlt. Ich dachte also, hab gesehen, dass das Dach fehlt, aber ich habe gedacht, wir können oben in der ersten Etage landen. Aber scheinbar nicht. So, probieren wir das halt nochmal. Landen wir jetzt halt einfach mal hier ganz vorsichtig runtergehen. Das ist auch noch ein Keller. Kann man direkt noch tiefer fallen. Wo ist denn unser Kram? Ach, wir haben überhaupt nichts verloren. Gut. So. Nachricht. So. Was sollen wir jetzt hier eigentlich überhaupt machen? Hintertan Weg. War das nur diese Nachricht? Ja, wir gucken mal lieber. Das hat hier einen tiefen Keller. Dass hier noch irgendwas ist. Kann ja sein, dass hier noch irgendwo eine Nacht... Ah, ja, seht ihr? Wo? Oh. Hier noch eine Nachricht? Da ist ein Sarg. Vielleicht finden wir da wieder irgendwas Cooles. Stab. Ja, immerhin direkt ein paar Huhn. So. Hier leuchtet sonst nichts rot.
Da ist ein Feuer. Oh, guck mal, hallo. Ups. Dran vorbei. Ja, komm noch mal her. Wo? So. Echt? Ah ja, hm. Welche ist denn heller? Die hier oder? Nimmt sich nicht. Wir haben ja keine Fackel mehr, wir brauchten ja Platz. Und demnächst mal eine herstellen. So, gucken wir, ob hier noch was in dem Dorf ist. Da ist nämlich noch eine Nachricht. Jetzt markiert das ja neue Punkte auf der Karte. Da geht's runter ins Miasma. Hinter dann. Ja, da sind wir ja. So, aber... kommen wir jetzt dahin. Ah, wir springen von hier oben. Gut, dass ich den, um es euch zu zeigen, dass wir da leider nicht bauen können, nicht abgerissen habe. Ah, es wird wohl da vorne über meinem Helm die Struktur sein, oder? Haben wir auch schön einen Absprungpunkt. Warte mal. Da. Los. Oh, warte, das. Nein, haha. Nee, da, ja, plündern. So. Hier leuchtet auch noch was. Wie viel? Kann man ja leider, oh, leider noch nicht zerlegen. Aber sie jetzt aufheben, ist auch eine Platzverschwendung. Wegpunkt erreicht. Ja, dann kann der Wegpunkt ja weg. So, haben wir erledigt. Jetzt ab zur Salzmine. Und dafür sind wir zu tief. Dann gehen wir hier hin. Gehen zur Salzmine. Die scheint ja im Miasma zu sein. Unten drin. Dann ist ja gut, wenn wir hingleiten. Dann brauchen wir nicht so lange im Miasma. Dann haben wir da ein bisschen mehr Zeit. Als Wegpunkt markieren. Ein. Also bis ans Ende des Miasmas müssen wir springen. Warte. Dieser kleine Miasma-Fleck. Da hinten im Miasma. In dem hier. Hier soll das sein. Aber es ist nicht rot, also wir können da schon rein. Das ist schon mal gut. Da ist ein Gebäude. Da. Hier irgendwo. Also. Ah, Käfer ist Käfer, ganz viele Käfer. So, hm? Super. Hey, was soll denn das jetzt hier? So, direkt ins Getümmel springen, so muss das. Wir stehen doch jetzt in der Salzmine, oder nicht? Geht's hier noch tiefer?
stand irgendwas. Kann ich hier nicht eben durchsuchen? Ja, wo müssen wir hin? Da stand schon wieder. Hier. Vielleicht ein Fehler? Naja. Ist das Salz? Salz gefunden. Also ist wirklich eine Salzmine, das ist schon mal gut. Aber Salz brauchen direkt hier. Oder oben rechts stirbt gerade was. Ist aber jetzt nicht viel Salz. Nehmen wir lieber noch ein bisschen mit. Für irgendwas braucht man das ja. Und wir haben es ja noch nicht richtig gefunden. Schiefer, Schiefer. Da, da, da. Was soll man jetzt hier machen? Ach, gar nichts. Cool. Also, das hat uns jetzt einfach nur gezeigt, dass hier eine Salzmine ist. Oh, aber da ist eine Nachricht. Ja, Locken brauchst du mal gar nicht. Ja wohl. Und zwar im Lesensturm. Achso, ja, das haben wir ja gelesen. Kiste. Bogen. Ah, also wir kommen ja auch noch in die Salzmine rein. In der vielleicht Salz ist. Da hinten ist Salz, glaube ich. Gut. Aber die Frage ist ja, wie kommen wir hier wieder raus? Irgendwo müssen wir hier ja wieder rauskommen. Das hat ja gar nicht funktioniert. Jetzt sind wir wieder unten. Kiste. Die sind immer gut. Da war ein Typi, aber hier ist ein Käfer. Viele Kisten. Kommen wir jetzt hier wieder raus? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, Achtung, weiß ich auch, aber... Oh, ein Mist. Nein, aber was klettert denn der jetzt da runter? Ja, Achtung. Da oben ist eine Miasma-Wurzel. Super. Die erreicht man im Leben nicht mehr. Oh nein. Bring da hoch. Ja, und das auch noch fällen. Oh, dass wir die gesehen haben. Jetzt ist trotzdem die Frage, wie wir hier wieder rauskommen. Wie kommen wir hier wieder raus?
Wände sind überall zu steil. Man könnte jedes Mal, wenn man da unten Salz schürft, hier hoch, dann ist man immerhin außerhalb des Miasmas. Weil dann können wir uns ja porten, aber ein Weg zu Fuß wäre ja trotzdem interessant. Porten uns halt. Oh, jetzt müssen wir wieder in diese Salzmine rein. Nicht deren Ernst. Wieder rein. Sich. In der Mine den richtigen Gang finden, ich gehe kaputt. Hm. 55 Meter. Es gibt noch einen Eingang. Den da? Oder den da? Ja, hier ist gar keiner. Hm. Dann wird es wohl der hier sein. Käfer. Mini-Käfers gibt's ja auch. Wie soll ich die denn töten? Was ist das jetzt? Keine Ahnung, wie man die tötet. Hier ist aber keine Nachricht. Hm. Zum Henker. Ja gut. Den einen Käfer haben wir erwischt. War es jetzt die Kiste oder? Gleich mal auf die Karte gucken. Brutnest. Ah ja, das war alles. Waren einfach diese Käfer. Da sind auch noch zwei. Ja, das waren die Käfer und die Kiste. Waren in der Nähe, ja. Super, wo war jetzt? Da hinten. Also der Doppelsprung ist gut. So. Oh, schwierig. Ah, guck mal, die habe ich beim Hochgehen gar nicht gesehen. Das brauchen wir ja auch. So. Erstmal freie Zone. Einmal teleportieren. Ja, komm, die Mutter machen wir jetzt. Gehen wir hier hin. Ja, drei Fragezeichen, das ist nichts Gutes. Machen wir erstmal, dass wir höhere Miasma-Zone können. Gehen uns das auf der Karte, aber das scheint ja sehr weit weg zu sein. Meter. Also es wird eher nicht in dem roten. Aber warte, es ist auch da hinten. So, da so. Kommt man da jetzt sinnvoll hin?
Ist doch nirgends ein Weg. Ja. Da rechts war ein Höhleneingang. Oben auf dem Berg. Knapp daneben. Immer noch 300 Meter. Hier war das mit der Spindel. Boah, da gibt es nichts in der Nähe. Links stehen Gebäude. Vielleicht kriegen wir das als Ort markiert. Ein Wildschwein. Und ein Untot. Boah, Level 15. Die Mutter wird brutal schwer. Äste. Die nehmen wir mit, dann können wir uns Pfeile erstellen. Aber, damit? Oder damit? Damit. Also kommen wir richtig schnell an Äste. Und die brauchen wir für die Pfeile und vielleicht können wir die irgendwie von einer erhöhten Position angreifen, weil wenn die so stark ist. Der Rucksack ist auch schon wieder voll, das ist aber auch gar nicht gut. Das dauert ja ewig hier. Nur ein Ast. Ist auch schon wieder mitten in der Nacht. So. 100 Meter im Dunkeln in die Richtung. Super Idee. Dass ich hier jetzt irgendwo runterfalle. Hier ist schon mal ein Steinweg. Aber da haben wir ein paar verwirrte Tote. Hier haben wir Feuerstein an der Wand. Aber das haben wir bei uns ja auch. Jetzt. Da lang. Okay. Weiß ja nicht, ob ich dahin will. Irgendwas. Wo ist es hin? Komm her. Was war denn das? Rucksack voll. Legen. Verlegen. Verlegen. Sauber Platz. Fellfest. Ah, super, hat sich ja voll gelohnt. Die können wir auch direkt wegschmeißen. Also 93 Meter. 90 Meter. Oh, scheiße, ich bin irgendwo runtergefallen. Ah, bestimmt bei dem Totenschädel. Ach nein, das ist ein Respawn-Punkt. Vergesst es. Kein Totenschädel. Oh, also wir hätten jetzt Pfeile. Nachts war vielleicht nicht so die Idee. Standort oben. Der Doppelsprung ist super. Position erreicht. Den grünen Kerl habe ich auch mal gar keinen Bock. Die sind saustark. Krass, gar keinen Schaden.
Ah, okay. Mhm. Level 15, also der ist eher ungesund für uns. Bin nah genug an dem Ü-Spawn-Punkt gewesen. Gut. Ja, dann holen wir uns jetzt unsere Sachen und probieren auf irgendein Dach zu kommen. Oder wir müssen diese Quest später machen. Ja, oh, da geht's rein. Hallo, hoffentlich ist hier keiner. Ah, wir kommen hier hoch. Dort unten, ja, das ist völlig egal jetzt. Wenn hier keine Treppe ist, sind wir ja halbwegs sicher. Aber wir machen also... Was visiert er denn an? Hör mal auf. Oh Gott, nein. Krass, ich habe die Mauer getroffen. Hat so viel Mana gekostet und ich habe die Mauer getroffen. Hm. Weil kein Mana mehr. So ein Mist. Hier nehmen wir ein Wässerchen. Was zum... Da, oh Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Gibt es doch eine Treppe. Gar nicht gut. Vor allem, weil der Typ da unten steht. Und da gibt es auch eine Treppe. Mist, glitsche ich doch da hoch. Also das mit dem Doppelspringen klappt aber auch nur, wenn er will. Will er hoch. Geht doch. Ist da unten. Da hinten ist einer, aber vielleicht ignoriert er uns. Rucksack voll des Kinders. Nein, brauchen wir nicht. Also in Schutt graben lohnt sich jedes Mal. So. Also das scheint hier noch viel zu schwer zu sein. Vielleicht sollten wir... Hab ich die hoch? Ja, krass, sie trifft uns. War ja klar. Also vielleicht sollten wir das später machen. Und erst leveln. Welches Level sind wir eigentlich? Level 7. Ja gut, die sind Level 15. Das ist eventuell etwas zu schwierig. Ach ja, wir haben ja schon wieder keinen Platz. Standort und... Cool, was war das? Aber auch da nicht aufs Dach, wenn ich das probiere, da aufs Dach zu kommen. Landen wir unten und der Typ metzelt uns direkt wieder nieder. Hä? Käfer?
machen wir das jetzt am schlauesten? Wir müssten die Mutter ja nur irgendwie von oben besiegen können. Dafür müssten wir aber auch irgendwie hochkommen. Wo bin ich jetzt? Da ist eine Treppe. Dann dort unten. Ja. Gehen wir aber auch nicht runter. Okay, wir sind auf einem Dach. Das ist mal gut. Ist nur die Frage, in welchem der Gebäude ist die? Oh, krass. Was ist denn der? Ah, da. Macht der Schaden. Ja, komm, essen, Bärchen. Ja. Im Fall, der schießt immer noch auf uns. Hey, da habe ich auch seine Lebensanzeige nicht gesehen. Dafür sind wir zu weit weg. Das mit einem. Aber mit dem Bogen haben wir gar keinen Schaden gemacht vorhin. Ihn halt null. Ja, nee, da treffe ich nur das Dach. Ist zu dunkel dafür. Wir machen andere Quests. Also hier oben ist noch zu schwierig. Wir können hier unten die machen. Die sind ja in dem blauen Miasma-Gebiet. Mehr war jetzt hier nicht, ne? Hier rechts ist noch irgendwas. Wuka-Zeremonie. Da haben wir aber auch keinen Turm in der Nähe. Hier, aber so weit können wir im Leben nicht fliegen. Ja, warte mal. Wir haben doch diesen Zauber. Hier im unterirdischen Grabeingang bekommen, oder nicht? Sind wir da nicht von hier in den Turm gesprungen? Das ist unser Zuhause, da ist unser Zuhause. Da ist der erste Turm. Oh. Wo ist der Turm hin? Oder war da gar kein... Doch, aber wir haben noch diesen Eiszauber bekommen. Mit dem hätten wir sie vielleicht besiegen können von oben. Ja, jetzt. Ich dachte, da war auch ein Turm. Wir sind ja nur gerade runter in diesen Grabeingang. Den kleinen Spinnen. Und da haben wir den Eiszauber bekommen. Ja, dann werden wir nächstes Mal die hier probieren. Gerüchte des Alchemisten. Abmal der Königin. Mörser des Alchemisten. Da drin irgendwo die Miasma-Wurzel besiegen. Haben wir ja wieder einen Aufladepunkt. Ja, mal gucken, ob wir das von hier oben sehen. Was ist denn das? Hinten das. Ist das Miasma-Gebiet ganz hin? Also erstmal ist es links von uns. Das hier vorne ist es auch aber nicht, oder? Och, es ist... Gucken genau drauf zu. Ist das Miasma-Gebiet hier unten? Ist ja sehr klein. Oder ist es da hinten? Ah. Oh. Das müssen wir mal herausfinden nächstes Mal. Gucken, können wir uns das doch markieren hier.
500 Meter. Könnte auch hinter diesem Hügel sein, also da hinten. Da wäre ja der andere Turm fast besser. Nee, der ist noch weiter weg. Ist genau zwischen den Türmen. Ja, müssen wir dann mal sehen, wie weit wir springen müssen. Da wir es markiert haben, zeigt das uns ja beim Flug an. Dann erstmal Sachen reparieren, Kram wegbringen. Aber könnt ihr mal schreiben, war hier nicht auch ein Turm? Ich kann hier nichts anklicken. Ist auch kein Symbol. Ich hab gedacht, da war ein Turm. Weil das haben wir doch gemacht, diesen Grabeingang. Mit der ewigen ewigen Eiszauber da. Gucken, wie hieß er? Ewiges Eis, oder? Den haben wir uns ja extra für unseren legendären Stab geholt. Ah, das hier. Ewige Eisbolzen. Das ist ja schon wieder mysteriös. Erstmal alles wegpacken. Ah, jetzt haben wir das Salz da auch reingepackt, okay. Ein Schild hier auf dem, weiß nicht, ist das ein Questgegenstand vielleicht? Runen. Dann weg. Kettenblitz, ja. Wir haben echt zu wenig Kisten. Was haben wir jetzt noch? Mana-Dingenskirchen. Kann ja hier rein. Kettenblitz. Wo haben wir den denn hin? Hier sind Baumaterialien. Hier sind Anpflanzzeugs. Oh, uns fehlt eine Kiste. Für Kram. Kramkiste halt. Immer eine kleine. Einmal kleine Kiste. Hier für Kram. Wir haben auch schon eine Erde dabei. Aber die ist gut. Die brauchen wir für die einen der drei Öfen da. So. Und da ist halt Krams rein. Das und das hier, weiß ich nicht, weiß. Gesundheitsring. Und die Erde war erstmal hier hin. Das war so dann wieder da reinschmeißen. So. Hier unten ist auch diesmal alles aufgeräumt. Repariert das alles. Aus Oberfohlen, indem wir uns hinsetzen. So, ja, dann würde ich sagen, das mit der Mutter ist und noch zu schwer, da müssen wir erst ein bisschen leveln. Dann machen wir das in dem Miasma, die drei Quests. Können wir ein paar Gegner platt machen und durchs Abbauen von Erzen kriegen wir auch ein bisschen Erfahrungspunkte. Dann probieren wir das, leveln ein bisschen, gucken, was wir noch so finden. Und freischalten können. Und dann hoffe ich, hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.